Simon Ritz, 3:2 Heimsiege nach Penalty schießen. Was sind die ersten Eindrücke nach diesem Match von dir? Ja, es war wieder ein Kampf. Wir haben sehr gut angefangen, wir haben uns viel vorgenommen. Im zweiten Drittel haben wir, wie so oft, die Saison unseren Weg ein bisschen verlassen. Wieder haben wir gesehen, dass blöde Fehler passiert und sicherlich unsere Fehler, das zu den Goal hat geführt. Und das muss sofort aufhören, weil es wird in den Playoffs bestraft. Du sagst gerade ein Playoff. Heute hat man zwar auch wieder gut angefangen, 1-0 geführt und nachher ist man wieder in ein Loch hineingeht. Was unternehmen wir, dass man nicht immer in das Loch zurückgeht? Ja, das müssen wir ganz klar ansprechen. Das ist wie das ganze Jahr und wir haben jetzt einen Metalltrainer, der bei uns arbeitet und ich hoffe, dass wir mit ihm das herbringen, dass die ganze Mannschaft noch viel näher zusammenkommt. Und das Wichtigste ist, dass wir gesehen haben, dass wir kämpfen bis zum Schluss. Und das ist ja das, was wir vermissen in der letzten Zeit. Und das haben wir uns fest vorgenommen. Egal was passiert, wir wollen Gas geben, weil wir haben riesen gute Fans da, die uns unterstützen. Und die Playoffs sind vor der Tür. Also sind wir uns selber auch bewusst, wie wichtig das jetzt die letzten Matches sind. Und jetzt am Schluss hat man gesehen, wie die Fans haben bewiesen, es ist euch hinter euch, wie gut tut es, dass man weiss, dass die Fans hinter einem stehen. Ja, das ist natürlich immer gut und wir sehen, wir haben in jedem Spiel 2.000-3.000 Zuschauer, in den Derbys noch mehr und die Unterstützung ist auch auswärts immer da. Grosses Merci an die Fans, dass sie immer da sind, vor allem so Stimmung machen jetzt am Schluss. Sie tragen uns und das müssen wir ausnutzen, weil Olt hat eine gute Stimmung und ich hoffe, die Fans sind sich bewusst, was sie für eine Rolle haben für uns und wenn sie uns immer pushen und vorantreiben, gibt es für uns eine riesen Motivation und dann haben wir noch ein bisschen mehr Biss, noch eins mehr und dann können wir Neues zulegen. Zwei wichtige Punkte, die wir geholt haben. Herzliche Gratulation. Weiter hart arbeiten. Herzlichen Dank, Simon Ritz.